Supermarkt Samstag und der letzte Teil meiner Franken-Serie. Dieses Bier kommt tatsächlich aus einem fränkischen Supermarkt in Bamberg. Und welches Bier das ist und warum ihr es möglicherweise gar nicht kaufen könnt, außer ihr wohnt in Bamberg, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung an einem Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal aus diesem Erdball stammen. Und das war heute gar nicht so schwierig bei der Franken-Serie, weil eigentlich fast alle Biere, die ich diese Woche hatte, wären auch in einem fränkischen Supermarkt verfügbar gewesen. Das ist ja das, was mich so fasziniert hat an dieser Biervielfalt, die spiegelt sich quasi auch im Supermarkt wieder. Man kann dort einfach hingehen und kann die Biere von gefühlt 30, 40, 50 Brauereien kaufen. Und das ist halt eben auch dann gelebte Bierkultur, die sich, wie gesagt, einfach in den normalen Lebensbereich reinsteckt. Man braucht keine Bierfachgeschäfte, man muss nicht in die Brauerei selber fahren, sondern das funktioniert einfach so, weil die Leute so Interesse am Bier haben. Und an der heutigen Brauerei, da habt ihr, glaube ich, auch Interesse dran. Es geht um die Schlenkerler Rauchbierbrauerei. Und da muss erstmal ein fetter Dank raus an den Martin Knapp, den ehemaligen Braumeister im Unruhestand. Der hat mich nämlich durch die Brauerei geführt. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Martin. Ich werde mich da auch noch bei dir in flüssiger Form bedanken. Das muss ich allerdings erst am Wochenende jetzt auf den Weg bringen. Aber er hat mir ein bisschen was über die Brauerei erzählt. Er ist ja sehr, sehr interessiert auch in der Historie der Brauerei. Und die ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich werde euch das in Kürze dann auch in einem Video nochmal zeigen und euch auch mitnehmen in die Keller der Brauerei, weil das ist tatsächlich sehr spektakulär und sehr sehenswert, was da in sehr, sehr alten Gemäuern doch an moderner Brautechnik, aber natürlich auch sehr bewahrender Natur zu Hause ist. Und da kommen eben auch Biere raus, wie das heutige Bier. Und da komme ich jetzt gleich zum Namen oder zum Stil, das ist das Lagerbier. Und tatsächlich habe ich das persönlich bisher gar nicht gekannt. Und der Martin hat mir dann auch gleich verraten, woran das möglicherweise liegen mag. Sie verkaufen es eigentlich nur so in der Bamberger Gegend, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen weiter noch, aber in den Export und damit halt eben auch nach Österreich oder auch weiter wird dieses Bier gar nicht verkauft. Man kann es aber, und das ist vielleicht die gute Nachricht für euch, man kann es im Online-Shop der Brauerei kaufen. Gibt es auch ab und zu in einer unfiltrierten Version. Und ja, ich habe nur die filtrierte Variante bekommen. Die habe ich dann aber tatsächlich eben aus einem Rewe-Supermarkt. Und da war die ganze Bandbreite vom Weizen, eben das Lagerbier, das alkoholfreie. Achtung, kommt auch noch. Und was es da noch an Böcken sonst aus der Rauchbierbrauerei Schlenkerler gibt. Und ja, da ist man dann eben wirklich vor der Qual der Wahl und muss nicht eben mit einem Rauchbier da noch vorleben. Man kann sie alle haben. Und wenn ich so neben mich schaue in den Kasten da unten, da sind sie auch alle. ja, helles Lager, ein Spalter Aromahopfen ist reingekommen. So richtig viel verrät man nicht. 4,3 Volumensprozent, 11,0 Grad Plato, 30 Bittereinheiten. Das finde ich schon sehr spannend. Niedriger Alkoholgehalt, verhältnismäßig hoher Bittere und von der Stammwürze her passt das. Und natürlich, wir sind in Bayern, da ist nichts anderes als Gerstenmalz, Hopfen und Brauwasser und ein bisschen Hefe zum Einsatz gekommen. Dann würde ich sagen, lasst es uns angehen. Der blaue Kronkorken, vielleicht auch für Kronkorkensammler interessant. Ihr solltet einfach einen Ausflug nach Bamberg machen. Ihr könnt die Brauerei auch so besuchen. Und ganz ehrlich, ich habe nicht viele Bereiche gesehen, die nicht auch bei einer normalen Tour zu sehen gewesen wären. Also von daher, man kann schon sagen, man kommt da richtig bei Natur auch auf seine Kosten, wenn man sich eben für das Bierbrauen grundsätzlich interessiert. So, und jetzt das vielleicht etwas Spannende. Ich habe zwar ein Schlenkerlerglas, ich muss das mal ein bisschen zur Seite drehen. Also hier das schöne Logo drauf. Aber ihr wollt ja auch das Bier sehen. Und das ist eher eine hellere, goldene Farbe. Ein schöner, ja, zwei Finger breiter, weißer Schaum obendrauf. Und hier die Nase nimmt schon so ein bisschen Witterung auf. Es füllt sich mein kleines Kellerloch hier mit rauchigen Noten. Keine Trübung zu sehen, dafür ein bisschen Kohlensäure. So, und jetzt die Nase. Ja, es ist so schöner, süßlicher Honig, auch helles Malz auf jeden Fall dabei, kräutriger Hopfen und so eine ganz, ganz leichte, und das ist eigentlich sehr überraschend, wahrscheinlich war es tatsächlich beim Flasche aufmachen, diese Rauchnoten sind nur sehr subtil da. Es
ist ja auch kein offiziell kein Rauchbier. Also es ist so ein ganz leichte Rauchnote in der Nase, aber eher nur ganz, ganz leicht. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Kann euch beruhigen. Im Geschmack ist es dann ein bisschen intensiver. Es ist sehr, sehr subtil. Es ist ganz, ganz leicht, aber es ist einfach ein richtig schönes Lagerbier. Kommt mit hellem Malz daher, so ein leichter, kräutriger Hopfen. Ich finde die bittere, die ist dann auch verbunden mit einer gewissen Herbe, doch sehr präsent in dem Bier. Aber was mich jetzt überrascht, ist, es kommt so eine leichte, fruchtige Note rein. So ein bisschen Zitrusfrucht, ganz viertelchen Steinobst vielleicht. Keine Säure. So leichte weißbrotige Noten sind noch mit am Start. Also insgesamt sehr leicht, auch sehr frisch. Allerdings eben auch durch diese dann doch relativ hervorstechende. Und man hat es bei den 30 Bittereinheiten schon fast ein bisschen erahnen können. Das ist halt eben schon ein Bier für die, die es halt dann auch ein bisschen hopfenbetonter und bitterer mögen. Aber auch so, wie gesagt, weißbrotig, so diese das Endstück, diese Brotkruste am Rand. So, richtig, richtig schön. Vom Körper her lagertypisch sehr schlank gehalten. Wie gesagt, auch das ja so ein bisschen der Spiegel von dem niedrigen Alkoholgehalt, niedrige Stammwürze. Kohlensäure sehr lagertypisch, da brauche ich euch, glaube ich, nichts zu erzählen. Das ist jetzt kein super spritziges Bier, aber halt einfach eine schöne intensive Kohlensäure, glatte Textur, läuft einfach wie die Feuerwehr. Und immer wenn man so die Nase so dran bringt, es ist so ein kleines bisschen Rauch, der immer an einem vorbeizieht. Und hinten im Nachdruck, auch da auf der Zunge, am Gaumen, bleibt der Rauch so ein bisschen hängen. Also ein bisschen was Cerealisches, also so getreidig. Die bittere allerdings, da hat sich jetzt mittlerweile so Mund und Rachen dran gewöhnt. Die subjektiv zumindest nimmt ein bisschen ab und diese leichten Zitrusnoten sind nach wie vor da. Das macht es eben auch frisch, macht super weich trinkbar. Und es ist einfach deutlich trockener nochmal geworden, obwohl es ja schon im Andruck eher nicht auf der süßen Seite zu Hause war, sondern eher ein bisschen herb und am Gaumen gezogen hat. Ich muss sagen, richtig geiler Tipp für Leute, die sich vielleicht an die Rauchbiere gewöhnen wollen. Das Lagerbier aus der Schlenkerler Rauchbierbrauerei. Und das, wie gesagt, entweder im Online-Shop zu haben, ich verlinke euch das mal hier runter, beziehungsweise dann, wenn ihr mal in Bamberg seid, und das ist definitiv eine Reise wert. An der Stelle nochmal fetten Dank an den Martin Knaap, der mich da durchgeführt hat, durch die Schlenkerler Rauchbierbrauerei. Ich werde sicher wiederkommen, um mir das Biermuseum noch anzuschauen. Da ist er nämlich auch für verantwortlich, ist oben im Schloss. Und das sollte dann irgendwie diesen Sommer vielleicht noch klappen. Von meiner Seite aus war es das. Ich hoffe, ihr lasst alle ein Abo da und sehen wir uns morgen beim nächsten, am Montag. Montag erst wieder, haben ja Wochenende. Und vielleicht habt ihr Bock auf noch ein fränkisches Bier, dann schreibt mir mal eure Tipps, was ich noch probieren sollte. Und wenn es dann in meinem Kasten ist, dann kommt es am Montag noch. Ansonsten machen wir dann wieder ganz normal weiter mit anderen Bieren. Von meiner Seite aus war es das. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.